Ach, Illumina City. Wie werde ich den Turm doch nur, den Illumina-Turm doch nur vermissen? Zum Züchten und allem. Und damit hallo liebes Publikum, HBK hier. Und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Beziehungsweise ich werde mal was checken. Kann ich, wenn ich hier einen Cent reinlege? Nee, kann ich natürlich nicht um den Turm so rumfahren. Schade. In der letzten Folge haben wir uns unseren 5. Arena-Orden geholt gegen unseren Daddy. Und in dieser Folge, ich wollte mir erstmal ein Pokémon holen, mit dem ich surfen kann. Denn ich glaube, ich habe kein Surfer-Pokémon dabei, oder habe ich? Gucken wir mal. Ich will keine Beere einsetzen. Nein, Surfer. Oh, Pelipper kann Surfer. Nee. Surfer einsetzen. Yo. Yep. Was soll vergessen werden? Im Grunde können wir die Aquawelle verlernen lassen. Wobei ich einen Ruckzuckieb auf jeden Fall nicht einsetzen werde. Und Aquawelle könnte noch verwirren. Oh. Nevermind. Macht keinen Unterschied. Ist egal. Aquawelle vergessen und wir haben Surfer gelernt. Damit haben wir dann erstmal ein Surfer-Pokémon. Das heißt, ich muss mir keins holen und bleib erstmal bei dem Team, das wir dabei haben. Und wir haben hier schon irgendeinen Trainer besiegt. Nämlich die beiden, Kirk und Rosemarie. Gegen die wir nochmal antreten könnten. Aber wenn wir euch schon besiegt haben, dann ist das ja nicht nochmal nötig. Gibst du mir eine Angel? Übrigens verstecken sich auch... Okay. Ja. Alles klar, dann weiche ich mein Wissen ein. Wenn du dir das Ziel lässt, fliegt das Pokémon. Ah, nicht trödeln. Ganz viel Zeug. Okay, danke, 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 danke. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Surfer, na natürlich. Danke, Pelipa. Wir haben unseren Vogel erstmal voll unter Wasser gedrückt. So. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Was ist denn, was ist denn, was für ein Pokémon haben wir denn jetzt hier? Irgendeins, was wir schon haben. Wasserflug. Pelipper wahrscheinlich. Wingull meine ich. Nee, doch, Pelipper war richtig. Warum habe ich bitte schon unten im Pokédex Navi zweimal Pelipper drin? Hier unten ist irgendwie nichts. Egal. Ich bin ein Angler, aber ich bin auch Trainer. Ich kümmere mich also um die Pokémon, die ich gefangen habe und trainiere ordentlich mit ihnen. Schöne Sache. Lobenswert auf jeden Fall. Angler Albrecht setzt einen Carnivaler ein. Und ich glaube, ich hätte mal wieder Dingens nach vorne setzen sollen. Nicht Green zum Beispiel. Sondern, Blanas. Los, Zertrümmerer! Denn Blanas hat Rasierblatt und damit könnten wir... die Pokémon hier ziemlich leicht kaputt machen, wollte ich gerade sagen. Und dann ist mir eingefallen, Carnivana ist ja Unlicht. So, Garados, da möchte ich doch gerne Bob gegensetzen. Denn Bob ist gut, Bob hat Rasierblatt und Bob ist spitzenmäßig. Garados ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe es irgendwie immer benutzt. Aber... es ist nie in meine Favorite-Pokémon-Liste gekommen, also meine liebsten Pokémon. Hat sich mittlerweile ziemlich geändert. Wow, Rasierblatt hat echt mal unglaublich viel Schaden gemacht. Ah, Drachenwut macht jetzt erstmal 40 Schaden. Klingensturm? Erhöht Klingensturm nicht eigentlich meinen Angriff? Okay, ich habe die Attacke verwechselt. Das war's mit Blanas. Los, Grimmy! So, Megasauger, dann sollte das auch ausreichen. Beziehungsweise gar nicht. Was laber ich denn da? Das wird natürlich nicht ausreichen. Ja, die ganze Zeit einfach Drachenwut zu spammen ist schon ein bisschen doof. Und jetzt kommt der Fuchtler, weil ich das gerade gesagt habe. Natürlich. Der Vergeltungsfuchtler, kennt man ja. Vergeltungsfuchtler, nicht Vergeltungsfuchtler. Bäh. Versuch dreimal schnell Vergeltungsfuchtler zu sagen. Das ist schlimm. Jedenfalls für mich, aber ich verhaspel mich ja so oder so andauernd. Ich dachte, ich hätte ausreichend mit ihnen trainiert. Nee, nicht gegen mich. Hey, Moment. Verzeiht mir. Oh, Gott. Ach ja, so eine Profi-Angel ist schon was Tolles. Meinst du nicht auch? Ja.
Aha, dann sind wir also der gleichen Meinung. Sehr schön, dafür schenke ich dir diese Profi-Angel. Endlich mal eine Angel. Versuche überall dein Anglerglück. So, wo du Wasser findest. Wer weiß, was am Ende anbeißt. Weißt du was? Genau das werden wir jetzt auch machen. Erstmal werde ich mir die Angel registrieren. Und dann werden wir jetzt das erste Pokémon, was wir finden, angeln und dann natürlich auch mittrainieren. Macht ja Sinn. Danke. Und da haben wir jetzt ein... ein Carpador. Warum auch nicht? Oh, schon auf 25. Nee, auf 25 ist mir das ein bisschen zu doof eigentlich. Muss ich zugeben, 25 ist doch ein bisschen suboptimal. Weil es dadurch doch schon, ich glaube, mindestens eine Attacke nicht mehr lernen kann. Und das ist Biss. Und guckt mal, wen wir hier wieder haben. Die beiden kennen wir doch auch schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie auf Deutsch hießen. Wir haben... Wow, unser Team ist ziemlich kaputt. Aber schicken wir einfach mal das Dream Team nach vorne und treten jetzt gegen die beiden an. Oh, du bist doch HBK von neulich. Erzähl uns von... Erzählst du uns im Kurzinterview, wie du dich als Trainer entwickelt hast? Ja klar. Während ich nochmal eure Pokémon zerschmettern darf, Interviewer Pia und Udo mit einem Magneton und einem Krakelo. Ich finde es wirklich irgendwie ziemlich cool, dass man die beiden halt doch öfter trifft, anstatt nur das eine Mal. So, Hitzekoller gegen Magneton sollte ausreichen. Ja doch, und Psystra gegen Krakelo sollte auf jeden Fall ziemlich guten Schaden machen. Ausreichen noch nicht ganz, genau. Funkensprung hätte gegen Shireen vielleicht mehr Sinn gemacht. Ah. Nee, stimmt gar nicht. Shireen hat gar nicht mehr den Flugtypen. Ich denke mal noch so, aber das stimmt ja gar nicht mehr. Oder hat sie überhaupt irgendwann den Flugtyp? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir Magneton schon besiegt. So. Shireen und Failout haben erstmal gut Erfahrung bekommen. Biss ist natürlich eine suboptimale Attacke. Aber nichts, was wir irgendwie nicht wegstecken könnten, nicht wahr? Denn hier kommt jetzt der Doppelkick und der sollte ausreichen und der reicht auch vollkommen aus. Und das Dream Team Shireen und der Failord haben es mal wieder geschafft. Und wir besiegen Pia und Udo. Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du das alles aufgezeichnet? Ja, alles im Kasten. Der ganze Kampf ist auf Band. Sehr schön. Hunger! Weißt du noch? Das hast du nach unserem letzten Kampf gesagt. Wir erinnern uns noch ganz genau daran. Übrigens, wie sieht es aus? Dürften wir eventuell noch ein Interview mit dir führen? Ja. Wirklich großartig, danke. Also könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Kartoffel. Wir werden deine Karriere als Trainer im Auge behalten. Na, auf was willst du mich jetzt hier aufmerksam machen? Offenbar nichts, was ich so finden kann. Deswegen lass mich einfach mal bitte in Ruhe, Liebeskarten-Navi. Hui! Hi! Wer bist du denn? Hallo! Lange nicht gesehen. Wir sind doch in der Granithöhle. Ach ja, du bist der Typ aus der Granithöhle, klar. Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist HBK, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Sag mal, HBK. Wie du weißt, leben in einer großen Welt auch... Was nochmal? Leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielzahl an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typen spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Naja, nicht, dass mich das groß was angeht. Aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Werden wir definitiv. Hä? Ja! Hm? Hi. Das ist ein Latias. Latias.
Ja. Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? HBK, komm mit! Ich glaube, Latias bittet uns um unsere Hilfe. Also dann, los geht's! Okay, das ist neu. Ist schon geil gemacht, kann man nicht anders sagen. Da wären wir. Vielen Dank, Latias. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemanden auf dieses mächtige Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Hey, cool! Dann können wir ab jetzt dann bald auch Mega entwickeln. Schöne Sache. Ich find's immer noch ein bisschen unnötig. Muss ich ehrlich zugeben. Weil an der alten Pokémon-Formel war ja im Grunde nichts falsch. Also das mit der Mega-Entwicklung. Das war wahrscheinlich wirklich nur, um einige Pokémon mal wieder irgendwo aus der Versenkung zu holen. Was ist Paralyse? Paralyse haben wir hier am Rennerbeere. So, sehr gut. Na, dann schauen wir mal. Ah, das hat so eine komische. Ich mag diese Kamerafahrt von so extrem schräg oben, mag ich nicht. Oder dieses halt, wenn das dann so abgerundet ist an den Seiten und so, das mag ich nicht. Je, dein Verb buchen sie Zen zu halten. Die, denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu behalten. Zu halten. Okay. Guck mal da, Latios. Latios, welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte, ein Funkelstein beschreibt die strahlende Schönheit noch viel besser. Es steht selbst den edlen Stahl-Pokémon in nichts nach. Ach nein, Das sind doch Mitglieder von Team Magma. Jetzt wird mir einiges klar. Latios und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb zu sich gerufen. Wer seid ihr? Oha. Kommandantin Jördes. Jördes. Das dort ist das Kind, von dem alle reden. Angeblich stellt es sich uns ständig in den Weg. Aber wer ist dieser vornehm gekleidete Schnösel? Ich werde das Gefühl nicht los, ihn von irgendwo zu kennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbsstar? Mir geht es ähnlich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Team Magma benötigt das Pokémon hinter euch. Genau wie den Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mich nichts anderem zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Niemals. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latios von diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ich habe X-Beine. Ich werde euch vernichten. So ganz, ganz kess einfach so aus der Hüfte raus. Ich werde euch vernichten. Ja, außer die Hüfte, die drückt sie aber auch nach draußen. Aber ordentlich. Kammerruppt uns Smogmog. Kammerrockt, genau. Los, Shreen und offenbar Metang. Interessant. So, dann werden wir erstmal Smogon ein bisschen verlangsamen. Auch wenn es, glaube ich, sowieso nicht gerade das schnellste Pokémon ist. Oh, Erdkräfte, böse, bei Shireen. Das tut mir leid, das wollte ich so nicht. So, Dunkelnebel, ja, okay, das ist... Alle Statusveränderungen wurden aufgehoben. Das heißt, Smogon ist wieder genauso schnell wie vorher. Ist mir relativ egal, ich mache einfach mal einen generellen Surfer. Sorry für dein Metang, aber
Ja, genau. Und dein Zen-Kopfstoß, der trifft ja auch nicht. So, bei Metang. Große Hilfe, mal wieder. Es ist unglaublich. Immer wenn ich irgendwie mit dem Gegner, mit dem CPU teamen muss, dann sind die zu nicht zu gebrauchen irgendwie. Oder selten auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Sehr effektiv. Kamerup wurde besiegt und Smogon natürlich auch. Kriege ich auch Erfahrung dafür, dass ich Metang besiegt habe quasi. Habe ich ja irgendwo durch meinen Surfer. Und Jack erreicht Level 28. Schön. Versucht Lake zu erlernen. Lake ist natürlich auch eine coole Attacke. Machen wir mal weg für Ruckzuckhieb. Machen wir Ruckzuckhieb dafür weg, so rum. Und Jack erlernt Lake. Und wir besiegen Jürdes und den Rüpel. Sie sind einfach zu stark. Uff. Dieser Kampf ging aus wie erwartet. Aber gleichzeitig auch unerwartet. Ich habe dich ins Visier genommen. Ab jetzt bist du Teil eines Experiments. Ich werde dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Du wirst bis in alle Ewigkeit ein Versuchsobjekt sein. Hahaha. Treten wir den Rückweg an. Nicht so schnell. Einen Augenblick. Kommandantin Jürdes! Oh. Das wäre überstanden, HBK. Ach ja. Ich halte am besten gleich mal dein Team. Und ich will nichts dafür haben. Es hat immerhin hart gekämpft. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ich meine, du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Ohne dich wäre es sicher in ihre Hände gefallen. Ich bin mir sicher, Latios hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Sino, es bittet dir seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir! Latios wurde in dein Team aufgenommen. Dein Pokémon-Team ist kein Platz mehr. Bitte wähle ein Pokémon aus, das in einer PC-Box gelagert werden soll. Grimmy kann sich erstmal ausruhen. Möchtest du Latios einen Spitznamen geben? Nö, erstmal nicht. Latios umklammert Latios Lied. Was für ein Pokéball hat es jetzt? Hier, ich hab da etwas für dich. Er hat sich mal die Arme ausgestreckt. Oh yeah. Kling, coole Pose. HBK erhält mega Armreif. Der ist so mega, das glaubt ihr gar nicht. Damit kann ich jetzt Mega-Entwicklungen machen. Yes. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit einem Pokémon in deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein bei sich trägt, kannst du bei ihm eine außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung! Probier es einfach in deinem nächsten Kampf einfach mal mit Latios aus. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit dem Megastein auf sich und woher kommen die Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das Menschen und Pokémon miteinander verbindet, um ihnen neue Kräfte verleiht. Meine Güte, ich muss lesen lernen. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du jetzt gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Ich will die Antworten dafür nicht mal. Aber nun lass uns zurückkehren. Zusammen mit Latias natürlich. Es wartet sicher schon auf uns. Nee, ich will die Antworten darauf nicht, weil ich die schon in Pokémon X und Y bekommen habe. Die ganzen Antworten auf die Fragen für Mega-Entwicklungen, die ich nicht mal hatte. Die mir nicht mal eingefallen sind, so um die Ecke gedacht. Na gut, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade ein bisschen, aber irgendwo auch nicht. Egal. Gute Arbeit, HBK. Jau! Jua! So rum. Ich glaube, es bittet dich gut, auf Latios aufzupassen. Jua! Ja, okay. Alles klar. Werde ich betun. Danke, Latios. Ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auch Route 119 sowie die dahinterliegende Arena von Baumhausen City problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt nochmal ein ganzes Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst und ob du deine Schuhe dann auch mal ordentlich zugebunden hast. Bis bald, HBK. Was habt ihr mal mit meinen Schuhen? Ich kann da nichts für. Hab ich doch noch dabei, ne? Bob ist doch noch da. Yo, Bob ist noch dabei. Zack. Denn ich habe da oben direkt erstmal was ins Auge geschlossen und zwar ein paar Citrobeeren. So, dann kann ich direkt erstmal noch eine
andere Beere anpflanzen. Gucken wir mal. Citrobeeren haben wir nur zwei. Alle Statusprobleme. Dadurch ist die Prunusbeere natürlich eine ziemlich gute. Aber ich werde, glaube ich, irgendwie niemals wirklich dran denken, meine ganzen Beeren irgendwie mal abzuernten. Vielleicht schon, wer weiß. So, machen wir jetzt noch ganz gechillt Gartenarbeit, bevor die Folge zu Ende ist. Ich meine, die letzten paar Folgen waren ja stellenweise alle schon immer so von der Zeit her überzogen, länger als 20 Minuten. Von daher kann man das bei der Folge hier auch mit ein, zwei Minütchen machen. Ist ja kein Problem. Ich meine, wir haben es doch. Ich meine, uns hetzt ja nichts. Warum muss ich mich denn darauf beschränken? Ich bin doch der Einzige, der sich selbst hier beschränkt mit der ganzen Sache, mit dem Zeitlimit und sowas allem. Deshalb, also wenn schon irgendwie drei der letzten fünf Folgen nur schon ungefähr eine halbe Stunde lang waren, warum nicht auch diese? Lange Rede, viele Worte, kurzer Schwachsinn. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin? In der nächsten Folge gucken wir einfach mal weiter, was Route 118 für uns zu bieten hat und was sich in diesem hohen Gras, beziehungsweise ich gucke erstmal, was da so rumwackelt. Wenn ich nicht versehentlich ausrutsche. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und tschüss, bis dann.